Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Alice-Nerds, willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Hallo. So, bin ich gerade noch gleich fertig mit dem Düngen. Philipp ist jetzt da mit dem Weidemann. Und dann kümmert sich jetzt mal um unsere guten Schäfchens, dass die nicht verhungern. Ja, ich bin hier unten fertig, dann fahren wir mal nach oben. So, ruf auf die Straße. Ja doch, das dürfte mit dem Gang schaffen. Ja, aber so schwer ist er jetzt nicht, der Dünnersteuer. Ist ja kein so großes Teil, ne? So, man kann wieder anschmeißen. Dünger wir hier schon? Ja. Brauch nicht immer ganz den Rand drüber fahren, weil es wird immer nur ein bestimmter Teil, der ein bisschen dunkler ist, angenommen. Der Rest wurde nicht mitgedüngt. Nehmen wir hier nochmal ein Schlückchen, ne? Ach ja. Haben wir immer noch genügend Heu oben im Lager für die Schafe, ja, ne? Ja, 3 Ballen noch. Okay. Das reicht nur für ein paar Tage. Die Hälfte will immer. Das ist ja nett. Nee, wir haben jetzt auch bloß 22 müssten es momentan Stand jetzt sein, glaube ich, oder? Ja, es sind bloß 22. Ja, die fressen jetzt nicht so viel. Wie gesagt, die Helfer sind beide wieder am Arbeiten fleißig. Dann Beatrix ist am Säen. Bürger ist am Grubbern. Weiß gar nicht, wie viel er noch hat, der Bürger. Keine Ahnung. Ja, der ist jetzt doch auch schon ein paar Folgen wieder dran. Ja, aber gut, lass ihm Zeit. Naja. Wir haben den ja angesetzt wegen Stunden. Mhm. Das heißt nicht, dass wir scharf werden, dass wir Stunden auf unsere Traktoren bekommen, aber der hat so gut wie null Stunden. Ja, ein bisschen wurde doch genutzt, aber. Aber nicht viel. Das stimmt, ja. Oh, F11 ist fertig. Gerade haben wir über ihn geredet, ne, ist er fertig geworden. Wenn man den haben wir noch eine Gruppermission, was gut Geld gibt? Oder eher nicht? Ja, nicht wirklich. Okay. Gibt alles bloß um 1000 Euro rum. Ja, okay, da lohnt es jetzt. Nicht unbedingt. Da haben wir die 111 oder sogar 112. Ei. Oh, Tank. Nee. Nee. Oder Verschleiß. Verschleiß, heieiei, schau mal kurz nach. Ja, warte. Bin gerade hier. Oh. Bin ausgestiegen, steig mal kurz ein. Oh. Ja. Kann auch daran gelegen haben, dass er dauerhaft Allrad dann gehabt hat. Ja, aber wobei beim Gruppen dürfte es nicht viel ausmachen, stimmt. Nee, nicht wirklich. Also ich fahre dann heim mit dem Guy. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sieht in der Gruppe eigentlich dementsprechend auch aus, oder? Ja. Ja, da steht sogar ein Menü reparieren dran, also wenn mein Menü reparieren dran steht, also definitiv über der Hälfte. Wahrscheinlich wird ein großer Teil von dem Verschleißprozentsatz da der Gruppe auch sein, weil ja, normalerweise ist aber jetzt so, also das Symbol, was dran ist, wenn jetzt Verschleiß ist, eigentlich nur der Traktor. Mhm. Ja, da? Nee. Okay. Ist schon beides. Ist mir zwar neu, aber okay. Damit, ich weiß gar nicht, wie hieß das nochmal? Exchanged Vehicle oder wie das ist. Sowas. Ja, EV ja. Halt. Ja. Also jetzt haben wir ja VC, aber vorher war halt das. Und da stand ja dann auch die Prozentzahl von dem vom Fahrzeug. Aber ich glaube, ich habe sogar rausgefunden, dass das sogar gehen würde, dass man beides wieder nimmt. Na, ich weiß. Ja, man kann es deaktivieren. Alter, aber was ist denn jetzt los? Ich komme hier nicht berghoch, ne?
Hinten. Hä? M1 habe ich runterschalten müssen. Und der ist kurz vorm Absterben. Also ei, ja. Ei, ei. Das liegt glaube ich am Verschleiß. Würde ich mal geschätzt sagen. Ja gut, Luftfilter ein bisschen durchpusten, dann geht es wieder. Ja, weil der ist jetzt sogar seit durch Baumwolle durchgefahren. Glaub, da verstopft sich. Ja, aber der Stab ist auch schon krass. Vom Boden auch. Oha! Kann auch sein, ja. Oder ja, wenn er dran ist. Bin mal gespannt, wie viel der jetzt da kosten wird. Ich glaube, ich sage mal 2000 auf jeden Fall. Nee, so viel nicht. Das war jetzt der Gruppe, oder? Nee, das war der Traktor. Echt jetzt? Okay. Ja. Wenn jetzt sagt, weil das fast down ist, braucht er viel, viel mehr, aber nö. Mm-mm. Meistens ist es Öl. Und halt, keine Ahnung, ja. Der Gruppe ist komplett down. Das war jetzt eine Gruppe. Okay. Ja, okay, stimmt. Ich hatte, wenn wir was repariert haben, war die letzte Zeit eigentlich eh immer nur Dingens, was ich in Erinnerung hatte. Gemeine Rade. Weil da hatte ich ja mein, ich weiß gar nicht, ob es der 10, der 9er war. Oder ob es nur der 7er war. Nee, das war dein Zimmer noch. Den, wo ich fast ganz down hatte und bis ich den wo der repariert wurde, hat er glaube ich knapp 2000 gekostet oder so. Ja, krass war ja auch damals der Skorpion. Oh, Alter. Ja. Der wird benutzt, sagen wir so. Der hatte weiß nicht noch zum Flecken. Schluss, glaube ich, wo wir den mal repariert haben, hat der glaube ich 4000 Euro gekostet. Ja, irgendwie sowas, ne? Hier mal alles. Da war der Tank dann nicht mal dabei. Ja. Oh, wir haben schon viel Scheiße gemacht. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Wo stellen wir jetzt den Grupper hin? Da, wo er vorher auch stand. Den haben wir neu gekauft, du Haney. Ja, aber wir haben den doch schon mal in die Halle reingestellt, oder nicht? Nein. Hätte? Ich stelle den mal einfach vor den Flug hin. Oh, da ist einfach gesungen, ne? Also. Ich hab Farbe gebremst. Unserem Hündchen, da haben wir auch mal kurz gucken, was der denn so treibt. Ob er da ist oder ob er wieder irgendwo im Haus da rumschwebt. Hallo? Ah, da ist er ja. Da sitzt er auf der Bank. Ja, Gott, so feini bist du, ja, Gott, so feini. Ja, lass es schmecken. Hast du dir verdient. Ey, jetzt hat der meinen Steuer hier abgewürgt. Das geht auch nicht. Ich hab nicht abgewürgt, ich hab aufgemacht. Ha! Auf Spritsparkosten oder was? So. Dann düsen wir da mal hoch. Ein bisschen Schmackes, dann dürfen wir eigentlich da ganz. Ich überhole gerade ein Auto mit dem Weidemann mit 5 km/h. Und wenn jetzt da von vorne eins kommt, dann problematisch. Ist es aber nicht. Okay. Ich muss sagen, hier auf der Erlengrad verteilt sich der Verkehr hier relativ gut. Ja. Ja, da sieht man jetzt Zug über die Brücke. Sieht mir jetzt selten, dass es voll der Ansturm wäre. Ja, außer es war jetzt irgendwo mal der Zug drüber gefahren. Ja, okay. Da kann man es dann aber auch verstehen. Deswegen bin ich auch mal so lang gestanden. Mhm. Weil der ganze Schwarm dann kam. Die alles waren alle dann die wir vorher warten mussten. So, dahinter muss ich ja eigentlich. Ne, muss ich nicht. So, wir sind schon am Rand links fahren. Ich kann mal ein bisschen einschätzen, wo es ungefähr längs läuft. Farbunterschied sieht man zwar nur minimal, aber man sieht ihn. Boah, Alter! Hm. Ich bin gerade wieder an BGA gefahren mit dem Weidemann. Mhm. Um nachzuschippen. Ja. Fast umgeflogen. Oh. Ja, hat das Heckgewicht immer noch dran, ja, ne? Ja, ja. Ich glaube, der fällt auch leichter um und mit der Schaufel noch dazu. Mhm. Ne, da? Schwieriger, weil das Gewicht weiter unten ist noch. Noch mehr Gewicht weiter unten.
Ja, okay, wenn Schaufel aber unten wenn, ist. Aber wenn ja. vorne leicht bist, dann kippt er schneller, ja. Aber vorne, wenn leer ist, dann kippt er schon leichter. Aber wenn vorne ja. voll ist, dann. Und Schaufel unten, dann passiert am wenigsten. So, dann haben wir die Ecke auch. Ja, hier geht's wieder drin. Bin jetzt natürlich auch mal gespannt, wie viel wir dann immer vorspulen an der Nacht kriegen. Ein Geld von der BGA. Ich auch. Weil die würde ja so gut wie durchgehen gefüttert. Ja. Und wir haben jetzt immer noch was im Silo drin, ne? 210.000 Liter. Ja, wir haben jetzt knapp die Hälfte draußen. Mehr als die Hälfte schon draußen. Hat man nicht mehr. Ja, wobei doch. Ich glaub viel. Aber jetzt wird es eh mit dem rausschippen. Weil es der dicke Teil kommt. Achso. Ja gut. Da ist aber der gute Stoff drin. So, dann haben wir hier auch schon alles gedüngt. Wunderbar. Du räumischen du. Heute sind wir echt schnell unterwegs, also Speedrun ist da. Können wir hier schon düngen, ja? Ne, weiß nicht, also wie sie angesehen wird. Mal jetzt auch mal Tempomat rein hier so. Vielleicht mein Fuß ein bisschen entspannen. Aber ein kleiner Teil wird bei uns flöten gehen, keine Ahnung, wie geht denn hier los? An was? Wegen den Silos an der Seite. Achso, weil da was. Achso, weil er was reinpackt. Ich krieg dann Teil nicht raus, ja. Ja. Natürlich nicht so gut. Na, jetzt habe ich schon gesehen gehabt, dass da an der Wand teilweise noch ein bisschen was drin steckt. Und sobald es mal irgendwie ein bisschen in der Wand drin ist, kriegst du es auch nicht mehr raus. Also ich nehme schon immer ganz drüben weg, aber. Naja. Ja gut, ja, es wird aber allzu viel wird es jetzt nicht sein, glaube ich. Und wenn es jetzt ist, dann können wir es uns auch immer noch gut schreiben, das ist ja nicht das Problem. Ja, so 20.000 oder sowas. Aber das ist so viel mehr, mal da. Okay. Das geht ein gutes Stück rein. Ich hab's mir tatsächlich noch gar nicht so genau angeschaut. Wie ist denn da die momentane Lage ist? Also, ist auf einen Schlag dicker geworden. Hier war bei der Vogelversammlung. Okay. Wir haben einen guten Platz für Würmchen oder was gefunden. Aus dem irgendwann können wir auch noch die Silageballen reinballern. Silageballen? Ja. Gras-Silageballen. Wenn wir selber welche haben, Mensch. Wir haben welche. Wir haben welche? Von der Mission das letzte Mal. Achso, ich dachte, die hast du reinkauen. Nee, die stehen auch an der Seite drin. Achso. Ich dachte, die hast du direkt reingepackt gleich. Nee. Achso. Weil ich erstmal schauen will, dass das Silo leer geht. Achso. Sozusagen als kleines Backup, wenn wir mal Geld brauchen. Ja, genau. Was bei uns ganz selten der Fall ist, ja. Vor allem auf dieser Karte hier. Na, wobei. F-Storfer. Inzwischen eigentlich immer so. Inzwischen eigentlich gar nicht mehr so. Nö, also wir haben 111.000 auf dem Konto, was zwar nicht mal lange drauf sein wird, weil wir uns ein neues Wiese kaufen. Aber das ist meistens immer gleich wieder dran. Ja. Aber ich glaube 20.000 Euro haben wir nur wegen Missionen. Ja, weil wir haben die mehr Missionen hat er knapp 10.000 gegeben, oder? Die hat 10.000 gegeben.
Und das Gruppern und das Pflügen hat ja auch echt was gegeben. Ja, glaub. Also Pflügen hat glaube ich auch 3000 oder so gegeben. Ja. Oh nö. Jetzt ist da gerade eine Wachstumsstufe drüber gegangen. Alles ja, okay. Krass. Ja, weil ich gerade, ich war gerade wunderschön am Düngen. Und plötzlich macht sie einen Ratsch und dann ist gerade die erste Wachstumsstufe drauf auf der Wiese. Jetzt weiß ja. ich nicht, jetzt wird keiner den nicht mehr sehen, wo ich gedüngt habe, wo nicht. Kann ich so noch einschätzen, aber. Warum fahrst du da nicht mit GPS? Da habe ich halt nicht mehr dran gedacht. Aber ich hatte nur noch ein paar Bahnen oder so ein Ding, ja. Müsste es glaube ich schon gehen. Ja. Weiß ich wie weit. Ah, es geht gar nicht mehr weiter rüber, gut. Ah, hier haben wir auch schon alles fast, okay. Dann haben wir fast, haben wir jetzt eigentlich dann gleich alles schon getimt. Flo? Hm? Kann ich eigentlich das neue Spiel ankündigen? Oder? Welches? LS oder was anderes? Vielleicht ist heute noch aufnehmen werden. LS oder was anderes? Nee, was anderes. Ich weiß, ja. Ja, wobei, du kannst es schon ankündigen, weil die Folge ist ganz gut im Voraus jetzt. Kannst du es schon ankündigen, ja. Wir werden Snowrunner spielen. Ja, es gab ein neues Update. Ganz kalt ins Wasser und wir haben es vorher schon gehabt vor dem Update und es macht Bock. Auf alle Fälle. Und wegen dem neuen Update waren wir jetzt wieder reinschauen. Ja, weil, das erzählen wir euch dann in der Aufnahme von Snowrunner noch alles genauer, wieso, weshalb, warum, dass da jetzt wieder was kommt oder was kommt. So, ich habe alles gedüngt von den Wiesen hier, aber ich kann gleich weitermachen, weil die brauchen Kalk. Zwar nicht alle, aber die an unserem Hof und die unter unserem Hof und die da oben. Ja, ich habe Spaß, ne? Gut, vom Mähen und Spaden. Ich schau grad, dass ich auf einer Seite durchkomme mit dem Silo. Ja. Oh, der kleine Steuer hat 8 Stunden, jawoll! Applaus! Oh Gott, ich fahre uns am meisten an. Nee, wie viel hat denn eigentlich der Bührer jetzt? Also ich würde, lass mich raten, also ich würde mal sagen... Oha. 12. Wie viel hat er? Oder warte, lass die Zuschauer nochmal raten, also schreibt jetzt die Kommentare, wie viel meint ihr hat er? Meine Schätzung hat 12. Ich hätte was sagen. Hm? Der hat genauso viele Stunden wie dein Betrag. 12,5 Stunden. Oh ja, ganz nah dran, halbe Stunde. Diese 0,5 Stunden haben noch gefehlt, dann hätte ich. Und der MP-Trag hat auch genau 12,5 Stunden. Echt jetzt? Jo. Ja moin. Ja, da sieht man da, unsere Dreamersien werden hier schon genutzt, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spielstunden wir jetzt hier auf dem Spielstand hier schon haben. Also 60 Folgen. Ich glaube 50 Stunden. Ach warte mal, sind wir bei der 60. Folge? Nee, das ist jetzt die 58. Normalerweise, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Also wir sind fast bei der 60, sagen wir so, ja. In 2 Folgen gebe ich einen Glückwunsch ab. Wenn wir da noch dran denken. Ja. Oh, hoch da. I'm back vom Düngen. 180 Liter nur noch drin. Hei, 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 das geht ja so schnell und so hoch. 180.000, Mensch. Mhm, 180.000 Liter. So, warte mal, wo packt man denn jetzt? Mich schaut jetzt eigentlich immer, dass der hier vorne eigentlich immer steht. Ich pack den jetzt da hinten hin, da haben wir sowieso dieses. Erstens die freie Fläche, wo wir eh so gut wie nie hinfahren und außerdem auch diese ganze Apfeldingens von Dünger und so weiter. Hier haben wir noch eine kleine schöne Wiese, da kann man das eigentlich wunderbar easy hinpacken. Da könnten wir auch einmal nochmal einen kleinen Unterstand kaufen, ihn platzieren und ein bisschen schön hinmachen. Für ja. den Düngestreuer okay. alleine. Wahrscheinlich ist nicht mein Laden hier. So, jetzt hat aber. Weil da runter wollen wir eh nicht mehr fahren. So, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, haben wir da vorher noch Kalk stehen oder brauchen wir dann neuen? Das sieht mir natürlich alles nach Dünger aus hier. Nee, warte mal, ich komm gleich vorbei mit dem E-Auftrag, weil da liegt noch Kalk auf dem Boot. Ist das Kalk gewesen oder war das Dünger? Das ist Kalk. Das ist Kalk, okay. Das war Kalk. Okay, dann stelle ich den mal hier so hin.
Ja. Huch! Was? So, weg ist er. Was? Was? Was ist los? Weg ist er, der Kalk. Ach, hier oben steht noch eine Saatgutpalette. Hier oben steht noch so eine Saatgutpalette rum. Ja, die ist ja der Absicht. Ja, ich weiß nicht, ich kann es vergessen, dass wir die auch noch haben. Ja. Ja, drei gute alle Heuballen und noch. 2, 4, 6, 8. 8 Strohballen. Das ist ein bisschen doof, dass das da reinhängt. Ich wollte schon mal wegschneiden, aber es geht nicht so gut. Wenn die noch stehen. Und replacen geht irgendwie auch nicht. Weil die sind fix dran, außer. Nein, scheiß Editor geht's auch nicht. Oh mein. Ach ja, genau. Oh, die Schaffpaletten, Dingespaletten haben wir auch noch rumstehen hier. Ja, halbe haben's schon wieder produziert. Was ist auch da? Moment, wie geht's euch denn, meine Schäfchen? Oh ja, die haben schön dicke Wolle, die könnten wir wieder scheren hier. Da habe ich schon einen Baum unterstanden, wunderbar. Achso, den haben sie noch nicht genommen. Ja, sieht der, ja, sieht gut aus bei denen. Kuckuck, bin da! Ja, gerade wollte ich sagen, wo bleibt. Oh Gott! Alter! Aber du hast es. Wenn jetzt das hintere Teil nicht gewesen wäre, wäre gleich wieder schon gefallen. Also. Da liegen jetzt schon jetzt ein paar Paletten rum, aber die kann. Ja, die kann ich ja wegschieben. Oder Big Bags besser gesagt. Jetzt hast du die auch mit dran. Warte, ich mach's. Nein, nicht auskippen. Dann ist es Kalk. Ja, ist eindeutig Kalk. Okay. Ich hatte gerade Kalk und Dünger mit drin. Weißt du was, ich pack die jetzt dahinter, Alter. Stören mich jetzt hier. Ich weiß ja nicht, ob ich hoch genug komme. Ja, doch. So hoch ist jetzt der Düngerstreuer nicht. Naja, ich komm nicht hoch genug, sag ich mal so. Echt jetzt? Ja. Als ob. Ja warte, ich habe noch eine Idee. Oh, ey, als ob du da nicht hochkommst. Nicht ganz, aber ist egal, es ist immer viel. Du. Ja, du bist so. Du bist so. Jetzt ist weg. Okay, ne? Gut, das war der Rückwärtsgang. Ja, da muss ich gleich weitermachen. Der bräuchte aber auch mal wieder putzen, der schaut gut aus. Eieieiei. Wird das eigentlich bloß auf der Straße fahren oder was? Ist er ganz schön dreckig. Nö, der fährt ja nur auf der Straße. Wer sagt, dass ich auf der Straße fahre? Achso, stimmt, da war ja was. Vielleicht. Silo macht auch dreckig. Ja. Vielleicht bin ich auch querbrig gefahren, was? Und vielleicht fahre ich auch immer hier hoch mit dem. Hui! Dass er da hochkommt, wundert mich, aber okay, mit Schwung geht alles. 2000 Liter Kalk. Ach ja, das war ja damals die Aktion mit dem Dingens, ne? Wie hieß der denn nochmal? Oh Gott, Intrak. Unitrak. Unitrak, genau. Eieieiei, schon wieder vergessen. Ist jetzt aber, genau, auch schon, nee. Ist aber auch schon wieder ein paar Folgen her, seitdem wir dieses verkauft hatten, ne? Ganz ehrlich, schau dir mal jetzt unseren Kontostand an und schau den damals an. Deshalb war, glaube ich, ein riesen Vorteil zu uns. Ja, natürlich, klar, weil die haben, also die Ashes, die Wir hatten weniger Leistung. Ja. Ich sehe schon, ich werde da niemals im Leben hochkommen, ne? Ich mach schon mal alle Sperren drin. Oder schalten. Hast du nett voll gemacht. Hä? Hast du nicht voll gemacht? Natürlich habe ich voll gemacht. Achso. Waren wir da ein Trigger? Was ist? Waren wir da ein Trigger? Fürs Vollfüllen? Ja. Bei uns im Lager hinten habe ich doch für Saatgut, Dünger und für Kalk habe ich doch diese Fischstation, die drei. Echt?
Ja, war schon wieder länger. Hast du schon wieder vergessen? Wird doch nie aufgefallen. Okay. Wow! Du wirst jetzt nicht glauben, ich bin gerade von der Wiese rausgestoßen. Ja. Ich jetzt 180 Grad dreht und bin wieder voll reingestochen in die Wiese. Ich komme ja auch nicht raus. Ach, wo steckst du denn fest? In der Wiese? Ach, na, an, ja, an der Wiese. Bergauf. Bin draußen. Okay. Oh Gott. Alles gut. Okay. Sind alle Profis hier, ja. Oh Gott. Ich soll vielleicht ein bisschen nach vorne gucken und nicht nach hinten. Würde ich auch ein bisschen sehen, wo ich hinfahre. Beziehungsweise wie die Wiese läuft. Ah ja, ja, das sieht so wild da hinten aus. Oh Gott. Nee, nee, nee. Ah, die Vögel kreisen auch über mir. Die haben es auf einen guten Kalk abgesehen, ne? Ja. Ich sehe das schon. Aber wie gesagt, für die auf die Snowrunner-Folge dürft ihr euch schon freuen. Aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Sinn. Unten den roten Knopf drauf, wir haben Fall und getan. Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Telegram im LS19 Pin-DLC zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.